Moin, moin, Matrosen, herzlich willkommen zu Klabautermann spielt Wintermute. Das ist der Story-Modus von The Long Dark. Wir sind in der Episode 2 und haben uns gerade so ein kleines bisschen auf einen Seitenpfad begeben und machen zwei Nebenmissionen. Zum einen sollen wir mit einer Kaninchenfalle ein Kaninchen fangen. Dafür gehe ich hier an die Werkbank und stelle mir so eine Schlinge her. Und sicher ist sicher noch eine zweite. Die lege ich mir aber hier vor die Haustür. Oder, ja, dass ich dran denke, sie mitzunehmen, wenn ich die Region hier verlasse. Wo habe ich sie denn? Die gelten schon als Werkzeug, okay. Und ich schmeiße mir hier das restliche Altholz hin. Und gehe jetzt über den See. Einerseits die Hütten da untersuchen und andererseits nach einer Kaninchenfalle, die ich schon aufgestellt habe, schauen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die in einem wirklich ordentlich kaninchenreichen Gebiet steht. Oder ob ich da einfach Pech hatte und da nichts gefangen habe. Wenn ich da was gefangen habe, dann ist ja schon gut. Dann habe ich meine eine Nebenmission schon erfüllt. Und wenn ich da nichts gefangen habe, da vorne läuft ein Wolf. Wenn ich da nichts gefangen habe, dann... Wobei, ganz ehrlich, da ich mich hier noch ein bisschen über den See bewegen will, probiere ich den mal anzulocken. Probier mal die Eddie-Jagdmethode zu machen. Ob er da stehen bleibt und... Jetzt nimmt er den mit. Ich wollte ihn eigentlich gerne erschießen. Jetzt hat er meinen Wolfsdarm mitgenommen. Ich dachte, er bleibt dann da stehen und frisst ihn da und ich könnte ihn genüsslich abknallen. Ist das neu oder war das schon immer so, dass der Wolf einen Köder mitnimmt? Was machst du denn hier? So, hier an dem Ausgang, da hatte ich die Kaninchenfalle platziert. Beziehungsweise ein bisschen weiter hinten, hinter diesem Durchfluss da. Ich hoffe, der hat sich über die vielen Safe-Stände hinweg, hat sich die Falle mitgerettet. Und ich hoffe, kein Bär hat sie gefressen, weil wir in dem Spiel ja auch immer noch mit einem wütenden, 150 Jahre alten Dämonenbären zu tun haben. Zumindest könnte man das glauben. Es gibt da eine Legende. Und ein Teil der Legende hat sich schon bewahrheitet. Ich habe nämlich einen alten Bärenjägerspieß-Speer zum einen gefunden und zum anderen repariert. Und hab den auch im Inventar. Da. Okay, das war dann wohl der falsche Ort für... ...für so eine Schlinge. Da sind nicht genug Kaninchen unterwegs. Also packe ich drei Stück hinter Jeremiahs Haus. Da komme ich ja wahrscheinlich im Laufe des Spiels noch öfters vorbei. Und
werde dann da hoffentlich meine Challenge erreichen. Ach ja, und eine habe ich doch jetzt auch erreicht, dadurch, dass ich Nebenstory, Grundlagen des Überlebens. Bewahre das Gleichgewicht der Natur, indem du den Wolfsbestand dezimierst. Die habe ich eben mit dem einen Wolf, den ich geschossen habe, habe ich diese Challenge bestanden. So, und da drüben ist der andere Wolf. Na komm, du dürftest doch nicht mehr viele Hitpoints haben. Außerdem habe ich gelesen, sind Kopftreffer am schwersten zu verkraften für euch Wölfe. So, und jetzt muss ich auf die andere Seite des Sees und da die richtige Hütte finden. Schüsse am See. Jetzt läuft der Hirsch mir schon ziemlich prominent vor die Flinte eigentlich. Ich nehme dich gleich aus auf dem Rückweg. Bleib da einfach liegen. Und mir sagt er, sei durstig. Erstmal was essen. Und dann was trinken. Dann nochmal was essen. Und nochmal was trinken. Jetzt ist da hinten noch ein Wolf. Mei, mei, mei. Dieser Rätselsee. Und da vorne ist auch wieder irgendwas gestorben. Da kreisen die Raben in der Luft. Oh, ich wollte ja nicht mehr so viel rennen. Zum einen kriege ich dann immer Ärger von meinen Zuschauern. Und zum anderen braucht das das Kämpfen mit dem Bärenspeer braucht Ausdauer. Und da hätte ich ja, würde ich mich echt einen Arsch beißen. Wenn ich irgendwo lang gejoggt wäre, dann steht der Bär vor mir und ich kann nicht mehr gegen ihn kämpfen, weil ich den Spieß nicht halten kann. Looks like someone found trouble. Folge den Blutspuren. Das sind die Schüsse am See. Just leave me alone. I'm not opening this door for anyone. It's okay. I'm not here to take anything from you. Are you with the Forest Talkers? I am, but I'm not letting you in. They killed my friend. How do I know you aren't one of them? You don't, but I'm not. Name's Mackenzie, and I'm way too stubborn to just leave you out here all by yourself. You'll have to trust me. Seems like I don't have much of a choice. We left most of our supplies at the old logging camp while we fished here. Can you get them for me? I can try. There's more. In that abandoned dam, we found evidence that proves there shouldn't be logging in Mystery Lake. I need that evidence. Documents nobody wanted to be found. We hid them until we could retrieve them.
under a floor tile at the bottom of the stairwell. If you can help me get the documents back, well, it'd be a huge win for the environment. If you care about, you know, living in the world. I have a feeling the world has bigger problems right now, but I'll see what I can do. Here's the key to the trailer where we stashed our supplies. I'll slide it under the door. Okay. Here's the key to the trailer where we stashed our supplies. I'll slide it under the door. I'm working on it. Hallo, warum kann ich den doch, ich kann den doch aufheben. Okay. Und ich hatte doch auch mal einen. Genau, ich hatte mal einen Schlüssel zu einer Hütte gefunden und das war jetzt gerade ein Glückstreffer. Traubenlimo, Kaffee. Socken. Essen. Magnesiumfackeln, die ich nicht nutze. Ein Stadtparker. So, wie viel überladen bin ich denn schon? 37 Kilo. Okay, mit Essen bringt es das nicht. Dann gehe ich jetzt da vorne den Hirsch ausnehmen. Schlepp den zurück zum Camp. Und geh da mal noch ein bisschen Holz schlagen. Da sind noch drei Hirsche. Ich finde, bei so einem übersichtlichen See, da darf man mal ein bisschen joggen. Ich soll ja auch halt nachts ordentlich müde sein und ordentlich schlafen. Okay, das reicht. Wo war der dritte Wolf? Ach, guck mal. Der dritte war der, den ich angeschossen habe. Der liegt jetzt da hinten. Das heißt, der See dürfte wolfsfrei sein. Was mich ja immer noch ein bisschen empört, ist, dass der einfach mit meinem Köder weggerannt ist. Du musst ja nicht mal schlanger sein, du musst es nur carryen. Oh. Das ist jetzt echt sehr langsam. Dann bringe ich zwei davon mal nur vor diese Hütte. Gewinne ich denn, wenn ich einen ablege? Und wenn ich noch einen ablege? Beziehungsweise wenn ich den einfach auseinandernehme und da nur mir das Fleisch rausschneide. 4,25 reduziert sich auf 2,3. Dann wird es zwar draußen dunkel, aber noch nicht bitterkalt. Die Temperatur ist noch plus 13 Grad. Minuten, komm, dann kann ich das doch zerlegen.
So. Und dann kann ich noch mal was trinken. Und was an dem Voice Flash knabbern. Und noch mal im Voice Flash knabbern. Und dann sind wir bei 46 Kilo. Damit kann ich immer noch nicht joggen, aber ich komme halbwegs voran. Ja, jetzt bin ich mir ein bisschen unsicher. Ich müsste also, wobei die jetzt relativ nah beieinander sind, ich könnte bei dem Aussichtsturm vorbei gucken, was da noch für Supplies liegen. Könnte dann das Vorratsversteck und das Vorratsversteck machen und dann muss ich da zu dem Damm, um unter irgendeine Platte nachzugucken. Obwohl, wenn ich bei dem Vorratsversteck bin, bin ich schon einen halben Weg dahin. Da bin ich mir gerade unsicher, was, ja, ich sag mal, was gerechtfertigt ist, an Zeit aufzuwenden für eine Nebenmission und ob ich in die Ecke nicht nachher nochmal sowieso komme. Gerade so ein bisschen unsicher. Sind meine Schuhe eigentlich getrocknet? Neulich hatte ich richtig nasse Schuhe. Ja, nass gefrorene Schuhe, weil ich in dem trostlosen Marschland, da gibt es ja diese dünnen Eisstellen. Und bevor man da komplett einbricht, kriegt man angezeigt mit so einer roten Schrift mitten im Bildschirm, Achtung, dünnes Eis. Und wenn man dann sofort wieder weggeht und wieder runtergeht, dann bricht man nicht ein, weil wenn man einbricht, ist man komplett nass, alle Klamotten. Und wenn man damit eine Weile rumläuft, sind die alle gefroren. Aber schon bei dem dünnen Eis werden einem die Füße nass. Und wenn man damit dann ein bisschen draußen rumläuft und die nicht trocknet, dann frieren einem, also heißt, werden einem die Füße nass. Das heißt, die Schuhe sind nass und beide Socken sind nass. Also beide Paar Socken. Und sind dann auch, wenn man lang genug im Kalten rumläuft, sind die alle nachher gefroren. Ja. Und wenn man das nicht will, dann darf man nicht über dünnes Eis laufen. Also ich finde, sie haben den Preis dafür jetzt nochmal hochgetrieben. Aber das, was ihr jetzt gerade gesehen habt an nassen Füßen, das ist hier vom Schneetreiben und von dem, was ich in der freien Natur hier unterwegs war, dass der Effekt von dem trostlosen Marschland, der ist in dieser Nacht und am Feuer, an dem ich saß, ist der weggetrocknet und geschmolzen. Das Gegenteil von frieren. Ist entfroren. So, dann kann ich hier die dritte Schlinge mit dazulegen. Und kann hier mal alle Tierhäute und Därme ablegen, bevor ich die nachher mit mir rumschleppe. This pack is getting too heavy to carry. Da habe ich noch ein Beil. Habe ich noch einen Schlafsack. Da habe ich das Angelzeug. Nochmal Wasser. Eine Jacke. Ach so, und ich werde jetzt einfach einen guten Teil des Fleisches werde ich mal draußen vor die Tür legen, dass es da im Kalten liegt. Da verdirbt es mir nicht so schnell.
Und drei Stücke werde ich mir braten. Apropos, werde ich mir braten. Ein bisschen Holz muss ich dafür noch holen. Ich will da drin nicht die ganze Bude zerlegen. Zumal das Holz in freier Wildbahn zumindest im Survival-Modus auch wieder nachspawnt. Ob es das im Story-Modus tut, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Oh, was ein schönes Dämmerlicht. Dämmerlicht im Nebel. Aber ich scheine zumindest, wenn ich mich nicht weiter der Hauptstory weiter nähere, scheine ich vor den Bären halbwegs sicher zu sein. Doch noch Altholz und Kohle. Damit können wir doch mal an den Ofen gehen, an dem man besser kochen kann, weil der zwei Platten hat. So. Da garen wir dieses Stück Fleisch drin. Das war genauso, wie ich es wollte. Das ist noch hoch. So, und jetzt habe ich 2 Kilo Wolf und 2,26 Kilo Reh. Als nächstes zum Eisenbahnladeplatz hier in das Holzfällercamp, dann hier hoch, dann hier hin und dann vielleicht sogar, oder wir gehen zuerst hier hoch. Gehen dann hier, genau, das machen wir so, machen wir es. Wir gehen hier über die kleinen Lichtung, gehen wir hier auf den Aussichtsturm hoch, gehen dann zu dem Vorratsversteck, gehen dann hier runter und dann wandere ich hier hinten rum zurück zur, wo ist sie denn? Zur Hütte des Holzfällers, die hat er doch, da hat er sie eingezeichnet. Also quasi hier hinten rum runter zur Hütte des Holzfällers.
Da kann ich die Fallen aufbauen, da kann ich mich nochmal aufwärmen und nochmal final ausrüsten und dann gehen wir rüber zum Marschland. Aber das klingt doch mehr nach einem Plan für die nächste Folge. Ich danke fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn ihr ein Abo dalasst und ein Like. Ansonsten den Newsletter Klabautermanns Flaschenpost gibt es unter news.klabi.click. Und ich sage für heute, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Schöne Grüße, der Klabi.